Privatklinik Graz-Ragnitz, 0.30 Uhr. Vor 3 Stunden wurde Katrin mit starken Unterleibsschmerzen aufgenommen. Erste Untersuchungen zeigen schnell, die Herztöne des Babys sind auffällig, obwohl noch keine Wehen eingesetzt haben. Wir haben ein Problem gehabt. Das Baby hat gezeigt, dass es gestresst ist. Der Muttermund war sehr unreif. Somit haben wir keine Chance gesehen, dass wir das Baby auf einem normalen Wege zur Welt bringen können, ohne dass das Baby wirklich ein Problem bekommen hätte. Festhalten, die Herztöne der Glande nicht passt. Sie hat also einen Herzton gehabt zwischen 170 zu 180, ohne Wehentätigkeit. Als ich dann gesehen habe, hey, das steigt auf 180 drüber, da ist mir dann schon alles Murmeln gekommen, so, okay, ist das noch normal? Ich habe dann auch mit der Hebamme gesagt, wenn jetzt der Herzschlag passen würde vom Kind, würde ich die heimschicken, hast keine Wehen, aber der Herzschlag passt einfach nicht. Und wir haben dann wirklich stundenlang CTG geschrieben in die verschiedensten Posen und es ist nicht besser geworden. Eigentlich wollte Katrin ihr Kind natürlich zur Welt bringen. Maurice, der bereits sein zweites Kind bekommt, ist beunruhigt. Leichte Sorgen habe ich mir schon gemacht wegen der Herztöne, dass da alles passt und alles drum und dran, dass die Kleine nichts davon tragt. Weil mit so einem hohen Herzschlag, man weiß doch nicht, was passieren kann. Herzstillstand, Herzfehler danach. Das muss man bald hoffen, dich. Das weiß ich mir schon selber. Wenn ich ohne Wehen schon 180 mit ihr zusammenbringe, was kriegt man die, wenn ich Wehen habe? Und wie dann der Satz gefallen ist, dass die Kleine einen extremen Stress hat. Da ist dann der Punkt gekommen, wo ich dann zum Überlegen angefangen habe, okay, ist wohl doch gescheiter, holen wir's. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz, wo sich Katrin und Maurice auf die Geburt vorbereiten. Reizwäsche, also nein, Stützstrümpfe, werden fachmännisch angelegt. Hier scheint man zu wissen, wie man sich die Wartezeit spaßig vertreibt. Jetzt haben wir Wehentätigkeit und es geht nichts weiter und wir fahren das hier in den Kreis. Sexy und frivol ging es zuletzt auch daheim zu. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich dreckig. Dickes Bauch. Schau mal, mein Team. Schütte. 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 Das muss ganz konkret sagen: Thema Sex. Ja. Das Problem ist, es tut mir weh ab und zu. Und beim letzten Mal waren fast die Wehen ausgelöst worden. Ich liebe Liebe zu dritt. Na, Maurice, vielleicht wäre das ja auch jetzt ein Weg, die Wehen auszulösen. Denn die bleiben nach wie vor nahezu aus. Die Gesundheit steht an erster Stelle. So auch bei Katrins Ungeborenem in der Privatklinik Graz-Ragnitz. Aufgrund der erhöhten Herzfrequenz des Babys steht die werdende Jungmutter nun vor einer schweren Entscheidung. Eigentlich wollte sie eine natürliche Geburt, doch das Risiko ist groß. Und jetzt haben wir einfach beschlossen, weil eben nichts weiter gäbe. Und weil der Geburtstermin schon ist. Und weil jetzt in ein paar Stunden der Geburtstermin ist, machen wir jetzt doch einen Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Der Plan war ja ein ganz anderer. Ich will einfach normal entbinden. Ich sag die ganze Zeit, schon bevor ich schwanger bin, wann dann will ich eine natürliche Geburt, natürliche Geburt. Kaiserschnitt. Die gescheitere Variante für die Kleine und für mich ist, ich hoffe, dass es jetzt dann bald weitergeht. Es ist nichts weitergegangen, mich hat die Motivation auch verlassen und die Zeit hat ewig gedauert. Probierst du jetzt was? Nein. So langweilig. Sag ich ja, das Ganze irgendwie ist ja nicht so weit auf. Das ist irgendwie alles so richtig. Ja, ist halt so. Was denn? Es horcht sich wirklich, wirklich schlimm an. Aber ich bin emotionslos. Ich reg mich nicht auf, ich bin nicht so überhebelig. Weil das irgendwie schon von mir erwartet hätte, dass ich irgendwie so, ich bin auch wie mehr. Ja, ich hab das schon so eingeschätzt.
Es wird erst alles kommen, sobald du da oben liegst. Sobald du das Besteck siehst, wirst du alles. Das kann nicht eigentlich. Ich glaube, das will ich nicht einmal sehen. Klar, was? Du siehst das nicht, du hörst das. Danke fürs Mut machen. Bitte. Ich habe mein Telefon, ich rufe meine Mama. Für mich ist die Geburt noch nicht im Kopf da. Also ja, es ist straff sitzen. Es ist alles noch so weit weg für mich im Kopf. Also ich glaube, du hast das schon schneller als wie realisiert, dass bald die Kleine kommt. Nein, nervös bin ich nicht. Also, ich denke mal so, ich bleib positiv. Mir hat alles gut gegangen und jetzt kann ich es dann bald endlich in die Hände halten. Sehe ich nervös für dich aus? Schau ich nervös aus? Wir sind echt komische Leute im Kreis. Manche Leute werden sich wahrscheinlich denken, keine Ahnung, irgendwas. Ja, man höre. In der Privatklinik Graz-Ragnitz wurden bei Katrin die Wehen eingeleitet, da die Herztöne des Kindes äußerst auffällig sind. Dr. Breindl ist nun zur Stelle, um sich einen Überblick über die sehr ernste Lage zu verschaffen und weitere Schritte und Maßnahmen festzulegen. Gezeigt hat sich dann relativ rasch, dass das CTG nicht ganz optimal war. Es war auf jeden Fall so, dass man sie nicht nach Hause hat gehen lassen können, von dem her, weil er Gefahrenverzug war auf gut Deutsch. Das haben wir dann versucht, ob das dann langsam weitergeht, man hat mal abgewartet. Und es hat sich dann wieder gezeigt, dass das CTG zwischendurch immer wieder schlecht geworden ist. Hallo, so, jetzt schauen wir, wie es ausschaut, gell? Legst du mal rein, servus. Grüß dich. Was sie von vorher getan hat. Die Hände haben das Gesäß, wie wir es gelernt haben. Ganz entspannen. Hat das Einleiten der Wehen ausreichend Wirkung gezeigt? Und gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf die gewünschte natürliche Geburt? Das ist knallhart so. Ja, da hat sich überhaupt nichts getan. Ja, das war... Beim Untersuchen war der Muttermund noch komplett zu. Es war ganz ein unreifer Befund. Und die Katrin selbst hat dann gesagt, sie möchte da eigentlich kein Risiko eingehen. Ja, du hast es vorhin mit der Hebamme schon besprochen, gell? Nachdem du da jetzt schon viele, viele Stunden da rumliegst. Mhm. Immer wieder Wehen hast, das wieder aufhört und nicht richtig was weitergeht. Auf der anderen Seite das Problem ist, dass das CTG immer wieder dezelleriert. Das kann die Nabelschnur sein, dass das irgendwie blöd liegt oder irgendwas in die Richtung. Hast gemeint, die ist ja lieber, wenn man einen Kaiserschnitt machen würde. Es ist die gescheiteste Variante, glaube ich. Wirklich. Okay. Für alle Beteiligten, für Sie, für mich. Nein, wir hätten schon dazu warten, aber es ist halt wahrscheinlich, wird sich nichts ändern. Gell? Ja. Sie senden, dass man so einen knallhart geschlossenen Muttermund hat, wenn du schon Wehen gehabt hast. Gell? Das ist irgendwie, passt das alles nicht zusammen. Und bevor was schiefrennt mit ihr oder mit mir, ist einfach, glaube ich, wirklich die beste Entscheidung, die was wir treffen können. Es ist das Vernünftigste, es ist das Gescheiterste, einfach in Kaiserschnitt. Weil jetzt habe ich auch noch die Chance auf den Kreuzstich, weil das war meine unbedingte Bedingung. Sollte es wirklich nicht anders gehen, dann will ich dabei sein. Ich will nicht in Vollnarkose gelegt werden. Und ich spüre ab dem Kreuzstich wirklich nichts mehr. Das muss man mit einem Anästhesisten besprechen. Anna für sich normal nicht. Ist ja ganz eine sehr gute Kollegin da, die wird das machen. So, solange ich dann nichts spüre, wirst du mich aufschneiden, ist mir alles wurscht. Nein, vom Schneiden spürst du nichts. Ein bisschen was werden wir herumdrücken, das wirst du schon spüren. Wenn wir das Kind rauspressen und Vollnarkose bis oben hast du ja nicht, gell? Nein, das will ich auch nicht. Also ein bisschen da, wenn wir herumdrücken im Bauch, aber das wird nicht so schlimm sein. Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Für Katrin ist der Klinikbesuch hier ein Heimspiel. War sie doch vor der Geburt von Maurice' erster Tochter Chloe sogar mit bei der Kreißsaalbesichtigung. Katrin und Edith waren beste Freundinnen, oder Edith? Ja, das war aber nur in der Schwangerschaft, wo ich mit der Kathi viel unternommen habe. Sie war dann einmal, seitdem sie mit dem beieinander ist, war sie einmal bei mir. Auf ein Zick. Und da ist dann die Meldung gekommen, von wegen, sie findet mein Kind nicht hübsch. Und auf das hat sie die Geschichte schon wieder erledigt gehabt. Chloe nicht hübsch? Das kann doch nicht ernst gemeint gewesen sein. Warum nur so eine unpassende Aussage? Ja, weiß ich nicht. Weil es nicht ihr ist, weil es neidisch ist, weil es weiß ich nicht, keine Ahnung. In der Privatklinik Graz-Ragnitz will Katrin es jetzt durchziehen. Aufgrund der auffälligen Herztöne ihres Babys und der nahezu ausbleibenden Wehentätigkeit hat sie sich doch für einen Kaiserschnitt entschieden. Ich lasse das irgendwie gerade vor, auf mich zukommen. Wieso? Kannst du dir vorstellen, wenn wir im Kino sitzen und sie irgendwie immer schauen? Ich kann die Handlung nicht mehr ändern.
kommen muss, so oder so. Mhm. Und ob ich da jetzt, keine Ahnung, jetzt nur die Nerven dann hat, was sind das? Bist du ein tapferer Maus? Ein tapfer? Nee, bist du ein tapferer Maus? Obwohl du hochschwanger bist, hast du noch so viel da. Und dir um alles gekümmert. Sie ist verdammt tapfer. Ich bin sehr stolz auf meine Frau. So, jetzt. So. Drei, eins, zwei und ruck. Klaps auf den Po und ab in den OP. Katrin ist ruhig. Sie weiß noch nicht, was sie erwartet. Und Routinier Mo versucht, seine Nervosität zu überspielen. Jetzt musst du mal rauf. Schau, Taxi, bitte. Ich kann ruhig drüber. Okay. Schmuck da was um sie jedes gleich. Nein, da haben wir schon alles. Hatte du die Haare da hinten rein? Also, wie ich noch in OP geführt worden bin, da war ich eigentlich nur sehr gelassen, muss ich sagen. Da war noch so, ja, okay, passt. Hab mich damit angefasst, das wird ein Kaiserschnitt. Es war eigentlich nur ziemlich cool. Und auf einmal, ja. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal sage ich meiner Hebamme leise ins Ohr, jetzt werde ich nervös, jetzt kriege ich Angst. Na, hoffentlich geht alles gut aus.